So Leute, willkommen zu einer weiteren Runde One the Chamber. Ja, wir spielen heute auf der Map Autumn. Und ja, wie gesagt, ich wollte ja erstmal aktiv auch One the Chamber selber bringen, weil ihr davor ja abgestimmt habt. Und deswegen machen wir mal hier ein paar Runden. Die Frage ist jetzt nur, ich möchte jetzt. Scheiße, das habe ich einen Fall verschossen. Aber ich möchte jetzt einfach nicht jede Woche einfach eine billige Runde One the Chamber raushauen. Okay, ich bin direkt tot. Sondern ich möchte nur ein paar kleine besondere Sachen machen. Auch ein paar. Okay, das ist leicht für Ogespiel angeguckt, ich weiß, aber das Prinzip ist ja nicht abgeguckt. Auch ein paar Challenges mit euch quasi machen. Und da könnt ihr mir mal gerne ein paar Anregungen geben, was da sich so machen lässt. Und ja, gebt mir einfach mal ein paar Ideen. Wow, was kann man mal machen? Ja, keine Ahnung, was gibt es da, was gibt's für Ideen und sowas? Könnt ihr mal gerne selber auch vorschlagen. Ich selber bin auch sehr offen dafür, keine Ahnung. Oh. Oh, ich bin so schlecht. Und, Ding ist da, komm, erstmal killen. Ui. Ui. Oh, das war knapp. Nice. So, ich bin dafür, dass man, quasi auch so, quasi nicht so, was, nicht individuell was macht, sondern was ich auch dann gemacht habe. Keine Ahnung. Wenn ich dann jetzt eine Runde, jetzt das grobe Beispiel, das Umspiel gemacht hat, er hat 20 Kills, dann muss man dann mir eine Videoantwort mit 21 oder mehr Kills senden. Sowas halt. Und, ja, auf jeden Fall. Nein, komm. Ah, wow. Ja, den habe ich nice. Wie viele Leben habe ich noch? 3. Okay, ist gar nicht so schlecht. Und ja, ich bin dafür, dass wir dann auch mit diesem Beispiel auch noch nicht anfangen, weil ich finde sonst. Okay, ist ja geklaut und das Prinzip ist ja. Nein! Ist ja einfach dazu. Was man halt machen kann. Kann man auf jeden Fall nur überlegen. Ich bin einfach dafür, dass ihr mir erstmal als Videoantwort schickt, wo ihr einfach Platz 1 wart in der Runde. Quasi was sehr Simples und Einfaches quasi zum Reinstarten. Und, ja, und dann, so. Perfekto. Und dann, ja, macht einfach eine Runde, wo ihr Platz 1 seid. Ist natürlich nicht eine Runde mit 2 Leuten oder sowas. Quasi, ich guck mir das an. Natürlich nicht immer das ganze Video, das kann ich nicht. Aber, nice. Nein, den habe ich gefällt. Oh, da habe ich ihn gefällt. Das ist mein Tod. Ich habe zu viel Schaden schon genommen. Okay. Und, nicht auf jeden Fall eine Runde, wo ihr dann zur Zweitzeit irgendwie in der Arena aus irgendeiner komischen Weise und dass dann irgendwie 2 Kills angefallen sind. Nicht sowas. Was ist das denn für ein Camper? Und ja, einfach eine schöne Runde, wo ihr erster seid, ist egal, wie viele, jetzt im Endeffekt rausgekommen sind, weil ich werde jetzt wahrscheinlich erster werden mit so circa 14 Punkten oder so, und das ist ja nicht viel, aber trotzdem erster halt. Und ja, deswegen, damit können wir jetzt chillig anfangen, das wird dann circa jede anderthalb Wochen kommen, und ja, würde mich dann, quasi freuen, wenn da, sich viele, dann, ja. Damit ist die Runde Ende. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Mini-Wonder-Chamber gefallen. Also quasi jetzt so quasi so eine Mini-Challenge-Time. Jedes Ende des Videos. Heute einfach mal auch Top-Kills sein. Optimal ist natürlich, das gilt auch für mich, Top-Kills sind natürlich mit mehr Kills als ich. Also, wie ich auch schon eben mal leicht angesprochen habe, also ich ändere es auf jeden Fall um. Also nicht dann irgendwie dann 8 Kills, erster Platz, sowas ist langweilig. Also dann schon mehr als ich. Und ja, das würde ich dann einfach sagen. Bis zum nächsten Mal, gibt Ideen, was man so challengen kann. Dann gebe ich auch Mühe, mache mal halt mehrere Aufnahmen, bis ich dann das habe, was ich halt haben will dafür. Gib mir einfach mal Anregungen und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.